Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Ey, ich will momentan Anime und Final Fantasy sagen. Nein, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Worldly Galaxy Resurrection. So. Wir haben in der letzten Folge angefangen mit der Erzvervierfachung, sind auch schon verdammt weit gekommen. Problem ist jetzt nur, ich habe so ein Enderfluid-Conduit, das ist jetzt hier meinem Brain Tower angeschlossen. Einzige, was ich noch versuchen könnte. Extract. Insert. Nö, nix. Einzige, was ich versuchen könnte, ist jetzt einmal so. Ja, da setzt man der wieder die Fackel hin, ist ja gut. Und dann machen wir jetzt mal die Mechanical Pipe. So, Pipe. Wo haben wir sie? Hier, die Basic Mechanical. Mechanical. Machen wir mal so 8 Stück. So, 64. Machen wir direkt mal die. Oh. Da waren ja hier noch drin welche. Nehmen wir jetzt die einfach mal. Weil ich habe so die Befürchtung, dass sie nicht durch die NL IO-Dinger fließen können, das Brian. So. Ach, ich brauche jetzt noch den Konfigurator. Genau der hier. Der ist ja mal schnell gemacht. Na. Konfigurator. Da braucht man ein Energy Tablet. Zack. Ein Steak, ich nehme jetzt einfach mal hier so dort. Zack. Und komm, nehmen wir mal ein Stack Lapis rein. So. Und so. Dann, wo habe ich den jetzt eben hingetan? Ich glaube, der ist jetzt hier drin. Ja, genau. Einmal ganz kurz zum Aufladen. Ja, machen den einmal ganz kurz voll. Na, bist du fertig? Jawohl. Wie gesagt, muss auch nochmal hier einen ordentlichen Energiespeicher reinhauen. So. Pull. So, und jetzt? Immer noch nicht. Letzter Versuch, ansonsten noch mal ein kleines Problemchen. Wieso? Brian geht doch jetzt hier rein. So, in den Tesserakt. Also nur mal so unter uns. Ich habe jetzt hier keinen Bock, eine Leitung bis nach oben zu legen. Aber ich befürchte, da bleibt mir langsam nichts mehr anderes übrig. Einziges Gürtel. Es gibt noch das hier, den Quantum Entangle Porter. Das ist was Ähnliches wie ein Tesseract, ist. Vergessen wir jetzt mal ganz schnell. Hier, Temmelgaloi, gibt's einen Endertank? Nicht diesen. Was machen wir jetzt? Das ärgert mich jetzt gerade. Könnten mal eine Bedrockium Drum damit füllen, mal schauen, ob das geht. Ach, das füllt sich, oder wie?
Okay. Es ist aber eine Flüssigkeit, sowas muss klein. Mann. Schauen wir jetzt einfach mal. Machen wir mal einen Test. Hier, End of Fluid Conduit, wenn das jetzt da reingeht. Ja. Brian wird nicht von den Dingern geportet. Oder können wir das ein bisschen verkrüppelt machen? So, like a Dosh war hier am Werk. Moment. Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Hab ich. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Lass das jetzt bitte nicht wahr sein. Ich bin ein Idiot. Ja. Ach, das ist die Flüssigkeit. Okay. Vergessen wir jetzt erstmal den peinlichen Fauxpas am Anfang, ne? So. Extra. Wie, ist jetzt doch keine Flüssigkeit oder was? Ist es eigentlich wieder hier? Schauen wir mal so. Hydrogen. Okay, es ist ein Gas. So, extract. Insert. Wieso geht das jetzt nicht rein? Also manchmal könnte ich dieses. Ganz kurz was schauen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ne, das geht auch nicht rein. Also heute ist bei mir der Wurm drin. Ich glaube, der merkt das schon. Oder geht das jetzt wieder? Ne, das ist ja nur Fluids. Das steigt. Ups. Kommt gar nicht mehr mit dem Wasser hinterher, okay. Ach, jetzt hat er nicht da einen Output oder wie? Jetzt sagt. Nein. Ich peil's grad nicht. Okay, das kann noch ganz schön gespeichert werden. So, was haben wir hier vom Thema Gas? Haben wir. Schauen wir mal nach Pipe. Oh Gott, jetzt kommen die Scheißteile. Mechanical. Machen wir mal so. Add Mechanism. Universal Cable, Mechanical.
Pressurized Tube ist für Gases, okay. Fangen wir dann doch mal so an. Ja, der hat hier keinen Ausgang. So, fangen wir erstmal so an. Stellen wir dich einmal hier hin. Wo hast du deinen Ausgang? Input, 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 Out. Der muss ja sein Output haben. Ich bin gerade echt verwirrt, also ihr merkt das schon. Moment, können wir... Das hat ja super funktioniert. Das ist aber ein Gas, ne? Ja. Hydrogenchlorid. Machen wir jetzt einmal so, damit da so schon mal wenigstens was drin ist. Machen wir einen neuen Gastank. Hallo. Gastank. Also manchmal kann ich das spielen, ne? Irgendwie beschleunigen. Ne, der kann auch nicht dampfen. Mann. So. Wenn wir jetzt aber... Ja. Das ist jetzt doof. Ich habe aber schon einen Plan und ich möchte jetzt bitte nicht wieder hierfür, was ich jetzt veranstalten werde gleich. Bitte nicht geschlagen werden. Ich weiß, es ist bescheuert. Weil ich kenne auch jetzt schon wieder so einen Zuschauer, der sich denkt, oh Gott, nein, ich habe Angst. Und keine Sorge, Street, du darfst Angst haben. Weil wenn wir jetzt einfach so machen... Moment. Und das dann hier extracten. Disablen. Und hier auch disablen. Oh Gott. Dann dürfte der eigentlich anfangen zu arbeiten. Und hier dann natürlich insert. Also wir können generell schon mal so einen Testverstauf machen. Nehmen wir mal von aber wenig. Silver und Lead haben wir noch gar nicht. Machen wir lieber so ein 6 Silver. So, Output, Auto-Eject. So, jetzt haben wir hier 4 Silver Shards. Müssen wir so noch machen, Input. Und damit haben wir schon mal die Erzvervierfachung. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal auf dem Stand von Project RBT V2. Ach. Kann ich irgendwie auch einfach nur so Shift rechts klicken und das dann... Oh, kann ich sogar. So. Und jetzt läuft das hier wieder.
klappt. Es klappt. Alles klar. Jetzt brauchen wir nur... Das mache ich jetzt mal schnell. Weil das wird mir hier langsam ein bisschen zu hässlich, wie ich am Bauen bin. Wir brauchen jetzt eine Painting Machine. Ein Machine Chases. So. Painting. Einmal. Oh, ich brauche dann noch Iron Bars. So, und den Rest sollten wir haben. Hier haben wir irgendwo die Dias, hier so irgendwo. Können wir mal ein Stack reintun. Na, und hier auch ein Stack Nether Quartz. Zack und zack. Die Painting Machine könnten wir dann mal hier ran klatschen und dann fehlt noch ein Kabel. Wo haben wir es? Nee, nicht das. Habe ich jetzt keine von denen mehr. Alter, die Geräuschkulisse, ne? So, Basic Universal Cable. So, was ich jetzt aber mal mache. Muffler. Muffling Upgrade. Da geht das Glas aus. Auf einmal Sand. Das war hier irgendwo. Da. Das installieren wir hier einmal. So, was? Wir haben 17 Minuten. Okay. Wie sieht das hier aus? Ah, das sinkt jetzt. Ich bin nur überlegen, ob wir den Tower nicht in der Mining World aufstellen sollen. So. Ja, EMC, da bin ich jetzt am überlegen, da wollte ich eine Farm aufbauen. Wie wir das am besten gestalten können. Weil ich werde ja noch jede Menge EMC benötigen für die Infinity-Sachen. So, und... Kannst du mal hier schon mal was von painten? Hinten auch so ein beschissenes Wort. Kennst du, wenn du so am Arbeiten bist hier, sollst du irgendwas schön bearbeiten und dann haust du einfach irgendwas mit Paint raus, ne? Dann nennst du Painten. Wie sieht das hier aus? Der hat noch nichts. Dann machen wir nochmal. So. Ja, mit Akram kurz auf 64, sehr schön. Ja, man glaubt es kaum, aber ich habe Mathe gelernt. Voll krass, Junge. Okay. Ja, der kann jetzt mal wieder in seinem E, das auch. Vielleicht kriege ich auch heute Abend mal oder so einen Streetiger überredet, heute mitzumachen. Muss man mal schauen. Okay, das ist mir eindeutig noch zu laut.
der nicht, dann ist das der hier. Ja. 1, 2, 3. Machen wir das auf jeden Fall mal leiser. Ich hätte davon jetzt schon Nerven. Okay. Ich bin nur überlegen, das werden wir ja von unten dann befüllen müssen. Factory. Es gibt ja den sogenannten hier die Factory Installer. Das könnten wir mal in Angriff nehmen. Ne? Also dass wir übersetzt, wir machen hier aus den Energized Smeltern das Smelting Factory. Generell aus denen. Aber dafür jetzt einmal. So, so. Sehr schön. Schon etwas. Dann so. Das brauchen wir. Das brauchen wir. So. Das raus. 1, 2. Dann haben wir schon mal eine schöne Kopierflagge und es sieht auch von außen wieder schön aus. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Weil, naja. Fällt nicht auf, oder? Zack. Zack, zack, zack. Und zack, 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 zack. Sehr schön. Jetzt haben wir hier unsere kleine eigene Erzverarbeitung. Gut. Ich werde dann jetzt hier noch... Hätte ich eigentlich offen lassen können. Gut. Hier die beiden, der hat ja noch gar keine Upgrades. Der ist schon komplett geupgradet. Genau. Das heißt, der hier kann weg. Da werde ich die drei neuen Maschinen werde ich jetzt noch ordentlich upgraden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Mal schauen, vielleicht ist der Streetiger dabei. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal schauen, ob ich ihn überredet kriege. Ansonsten wieder alleine mit mir. Bis dahin. Tschüss.